So, Tag zusammen. Glück auf, hi, hallo und herzlich willkommen zu Potternanders Potcheck aus Dorsten. Heute geht es nicht nur um eine Pommesbude, denn wir besuchen den Glück auf Grill. Die traditionsreiche Imbissstube hier in Dorsten in der charmanten Herwester Zechensiedlung ganz in der Nähe der Zeche Fürst Leopold. Der Glück auf Grill in Dorsten ist die legendäre Imbissstube von Marlies Rosin, die Mutter des TV-Sternekochs Frank Rosin, die den Kultgrill seit 1976 bis zu ihrem Tod mit Liebe, Herz und Leidenschaft betrieben hat. 2022 wurde das Lokal kernsaniert und neues Leben eingehaucht. Komm mit auf einen Pommes-Check der besonderen Art. Viel Spaß und guten Appetit wünscht euch Potternander. Ja, guten Appetit. Ja, danke. Guten Hunger, dir auch. Glück auf Grill, der Patrick Schürhoff, der Inhaber dieses Traditionsimbisses, nicht der Betreiber wohlbemerkt. Und jetzt lass uns erstmal die Pommes schmecken. Ja. Vielleicht, wenn du magst, erzähl ruhig ein bisschen was zu diesem legendären Imbiss, der schlägt ja Wellen gerade. Glück auf Grill an der Glück auf Straße mit dieser Geschichte seit 1976 von Marlies Rosin natürlich. Ist da auch in einem Atemzug der Frank Rosin genannt. Klar. An der Dokumentation ist kaum jemand vorbeigekommen. Ich habe das mit Interesse verfolgt. Ich habe förmlich nach jeder Folge wirklich drauf gefiebert, wie es weitergeht. Und sehe, dass das hier neues Leben eingehaucht wird mit einer Wahnsinnsresonanz. Ich bin hier gerade vorbeigefahren, 11.30 Uhr, zack, 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 sofort. Wirklich alteingesessene Leute, jung und alt, sofort hier rein, Mittagstisch, Gespräche, kurzes Smalltalk. Das ist mehr als Pommesbude. Das ist ein, soziokulturelles Zentrum, was hier gerade wieder neu auflebt. Und das ist so viel wert und relativ unscheinbar in einer traditionsreichen Siedlung. Das ist, korrigier mich, ist das Dorsten-Herwest? Genau, das die Zechensiedlung Dorsten-Herwest ist heute alles unter Denkmalschutz ja, hier, ja. Einschließlich des Glück auf Grill. Super. Und wir wollten das einfach halten. Wir haben gesagt, Trinkhallen, Pommesbuden, so, das ist irgendwie Ruhrkultur. Absolut. Und ich bin hier groß geworden. Also ich kannte Marlies 30 Jahre lang. Ich bin hier als Schüler schon immer essen gegangen. Ich habe, glaube ich, gesehen, dass du hier auch mal ausgeholfen hast in deiner... Hier nicht. Also Marlies hatte damals noch ein Restaurant, ein Hotel in Dorsten, das Navi. Und als Schüler habe ich mir da eine Mark dazu verdient und habe da gekellnert. Wahnsinn. Da habe ich dann Frank auch kennengelernt. Der hat uns dann anfangs gezeigt, wie trägt man die Teller und so. Und deswegen kenne ich ihn auch schon von klein auf. Das ist Wahnsinn. Und bin selber hier 5 Häuser weiter aufgewachsen. Also absolut. Also wenn ich in an Sichtweite. Wenn ich an die Pommesbuden von meiner Jugend denke, ich bin im Oberhausener Norden aufgewachsen. Da gab es 1, 2, 3 Pommesbuden. Das ist weg, ne? Die existieren nicht mehr. Da bist du dann noch für 3,50 Mark oder 3,80 Mark Donnerstags Currywurst Pommes essen gegangen, ja, weil im Angebot war. Und dann auch 2 Straßen weiter von meinem Elternhaus. Und das war dann die Pommesbude, so, wo man dann irgendwie an eine Bushaltestelle sich da hingesetzt hat. Dann hast du das da verkassen verdoppelt. Genau, ne? Genau. Total geil. Oder und, vor der Party, wenn du irgendwie samstags losgezogen bist, vorher nochmal irgendwie ein bisschen stärken. Ich habe ja nie gemacht. Nein, nee, machen wir ja nicht. Also das tut natürlich weh. Ne? Und umso erfreulicher ist das, wenn man so ein Kleinod hier so authentisch wiederherstellen und erhalten und betreiben kann. Wir werden sicherlich auch gleich nochmal ein paar Bilder von der Inneneinrichtung sehen. Das ist für mich, das ist jetzt kein, wie soll ich sagen, das ist jetzt hier kein Themenrestaurant. Ne? Wie, nee, genau. Genau, wie es sonst immer ist. Das ist, genau. Ist da sonst immer ein Event-Lokal, ne? Also irgendwas steht da immer drüber. Wir wollten was Authentisches. Genau, einfach. Du kommst hier rein und du lebst. Ich weiß nicht, ob der Ausdruck Pommes Bude, ob ich das sagen darf oder Imbissstube, aber für mich ist es das. Genau das. Ne? Ich komme hier rein und du wirst hier empfangen, ich bin hier kein Fremder. Ne? Du kommst hier rein, als wäre ich hier schon immer hingegangen. Ne? Das ist so Wahnsinn. Mir geht total. Das wollten wir erhalten, ja. Und wenn du hier sitzt oder sowas, da kommen andere Dorstner vorbei, jeder grüßt sich hier irgendwie, die halten an, holen sie eure Pommes. Wahnsinn. Und das wollten wir erhalten. Das ist total schön. Also, als er zumachte, das tat mir richtig, richtig weh. Die vorherige Pächterin, die hat Corona eben
hier finanziell nicht überlebt und so weiter. Das hat ihr ziemlich zugesetzt. Mhm. Und ich kannte sie auch lange, früher auch mit ihr gekellnert bei Marlis. Okay. Sie war eine ehemalige Mitarbeiterin auch von ihr. Und wie lange war jetzt der Glück auf Grill geschlossen? Ein Jahr. Okay. Ein Jahr. Und da hat es dann eben den Übergang gegeben, der gehörte vorher einem anderen Inhaber, Besitzer, der ist gestorben in der Zwischenzeit. Die Erben hatten kein Interesse daran, das weiterzuführen. Und für mich war das eine Herzensangelegenheit. Wahnsinn. Wir hatten bisher immer nur Erfahrung, meine Frau und ich, so mit Wohnimmobilien. Und Pommesbude war mal was anderes. Ne? Aber hier geht es noch nicht um Rentabilität oder irgendwie sowas, sondern da steckst du irgendwie mit Leib und Seele drin. Und wie gesagt, das ist ein soziokulturelles Zentrum. Ja, ja, genau. Ne? Das ist ein Stück, das ist nicht nur Jugendarbeit, das ist Stadtteilarbeit. Ja. Ne, das ist im Grunde, wie gesagt, das ist... Und der lebt von vielen Dingen. Von dem Publikum, von den Leuten, die hier sind, von der Substanz. Wir wollten das auch nicht zu modern machen, abgesehen davon, dass auch eben Denkmalschutz ist, durften wir gar nicht viel machen. Aber wir wollten im Grunde um diesen ganzen Look erhalten. Wir hatten auch eine tolle Unterstützung vom Team von Frank Rosin. Total, ja. Die Einrichtung und sowas, da war eine Planerin dran, die das mit uns gemacht hat. Ja, ich habe jetzt nicht das Gefühl, ich komme hier in so ein Hochglanz-Ding, was so überdurchdesignt ist. Genau. Sondern das ist für mich so, das ist refurbished. Ne? Genau. Das sind alte, für mich wären alte authentische Materialien wieder aufbereitet, neu ins Setting gesetzt. Und so dass einfach hier so der normale Geist überhaupt nicht flöten geht. Gar nicht. Genau. Ja. Und ich bewege mich ja total gerne im Ruhrgebiet und Pommesbuden, das ist auch immer eine Herzensangelegenheit. Und wenn mir das gefällt oder darüber zu berichten, ist natürlich unsagbar toll. Ne? Und da gibt es wirklich dann wenige, die so eine Strahlkraft dann haben. Mhm. Jetzt wird das natürlich auch so medial dann gehypt und denkst du, Mensch, Glück auf Grill, Glück auf Straße, ist natürlich alles sehr plakativ und Glück auf und Zeche. Aber nee, das ist eine bodenständige, ehrliche Kiste hier und wenn ich die Pommes jetzt mal allen Ernstes... Geht klar, ist, ne? Das geht nicht nur klar, ja. Das ist ein Gedicht jetzt mal. Und das war für mich als... Ich habe viel Erfahrung vor der Theke, aber nicht hinter der Theke. Mhm. Deswegen war direkt klar, ich werde die nicht betreiben. Wir suchten dafür einen Experten und das hat man auch bei Kabel 1 in der Sendung gut gesehen. Mm. Das war alles echt. Also es war wirklich ein Nervenkampf am Ende. Mm. Und ich bin froh, dass wir da jetzt einen gefunden haben, der eben auch Wert darauf legt, dass die Sachen alle frisch sind. Wir machen die Soßen alle selber. Das schmeckt man auch. Und das ist ich habe gesehen, das ist der Erik Jäger. Der ist betreibt hier im Ort auch schon eine Lokalität. Wo? Nicht in Herwes. Mm. In einem anderen Stadtteil hat er auch einen Imbiss mit Mittagsgerichten und mit dem Party-Service auch dabei und macht das halt in zweiter Generation. Ich kannte seinen Vater schon. Also okay, der weiß, was er da tut. Der weiß, was er tut. Ja, das ist ein Profi. Wie gesagt, Anlieferung findet da gerade statt. Täglich Anlieferung, weil eben Gott sei Dank gut was los ist. Ja, also Punkt 11.30 Uhr, ich war Schlag mit Öffnungszeit hier. Bin noch einmal am Pudding gefahren, Parkplatz gesucht, natürlich in der prallen Sonne, ne? Freue mich gleich drauf, 80 Grad. Kriegst ein kühles Bier mit. Boah, aber das hat sich wirklich gelohnt. Wirklich, wirklich. Das ist so toll. Aber jetzt würde ich sagen, quassel nicht, schepp, ne? Erstmal ein bisschen was, ne? Herrlich. Ja, also die Reibe ist tatsächlich noch von Franks Oma. Die ist heilig hier. Da wird auch gut drauf aufgepasst. Und da hinten in der Ecke, der Unterberg, der... War das jetzt Werbung? Ja, haben wir nicht gesagt. Nee. Der ist auf jeden Fall tatsächlich noch aus dem alten Glück aufgegrillt und hat hier seinen Ehrenplatz gefunden. Wahnsinn. Ja, der Glück aufgegrillt, der macht seinem Namen wirklich alle Ehre. Ne? Was sieht mein Herz hier? Was haben wir? Jawohl, die Phytologen unter euch, ihr wisst natürlich Bescheid. Habt das kilogrammweise verbraucht. Ne? Die gute Rackseife, hier steht sie. Super. Currywurst, Doppelpommes, Mayo, schön viel Tzatziki, Zwiebeln, alles gar kein Problem, denn die Sandra, die kümmert sich hier um alles, ohne die läuft hier gar nichts, ne? Und hinterm Tresen ist sie die Chefin und überhaupt und sowieso. Sandra, tja. Hallo! Hallo! Sehr geil! Ja, Patrick, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mir die Geschichte hinter dem Glück auf Grill näher zu bringen. Ich bin, wie gesagt, total begeistert. Ich knüppel satt, etwa bombenlecker und das ist einfach... Das ist Pommesbude, das ist ein Stück Kulturgut und zu Recht unter Denkmalschutz. Ganz, ganz herzlichen Dank. Wir sehen uns wieder, oder? Ja, unbedingt. Also das ist für mich hier feste Anlaufstelle und wie gesagt, ich kann es nur empfehlen, Glück auf Grill hier in Dorsten, in der Glück auf Straße, mehr Pott geht nicht. Danke.
Ciao. Ciao. Nenne ich schon mal eine Pommesbude, ne? Die Imbissstube. So, der Glückaufgrill. Wie gesagt, das war mir eine Herzensangelegenheit, da nochmal persönlich vorbeizuschneien. Und ja, ich kann mir natürlich auch diese Zechensiedlung hier überhaupt nicht entgehen lassen. Das ist hier Dorsten Herwest mit dem bekannten Brunnenplatz. Genau da, ich nehme ich euch jetzt einfach mal mit hin. Da können wir uns, wie gesagt, auf geht's, kommt einfach mit. Ach, das ist ja herrlich. So, wieder mal ein wunderbares Kleinod hier gefunden. Dorsten Herwest auf dem Brunnenplatz. Wahnsinnig tolle, historische, kulturell wertvolle Zechensiedlung. Kann ich euch wirklich nur empfehlen. Kommt einfach mal hier hin. Guckt euch halt einfach an. Das macht wirklich Spaß. Ja, das ist auf jeden Fall ein Ausflug wert. Ne? Wie gesagt, nehmt das einfach mal mit. Bombig. Also nochmal für waschechte Ruhrgebietsfans, gibt es wirklich nichts Besseres, als sich diese wunderbare Zechensiedlung mal anzugucken. Herwester Dorf, also das ist Wahnsinn, richtig gut. An dieser Stelle darf ich mich wieder von euch verabschieden und bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und euch hat es auch geschmeckt bei diesem wunderbaren Pommes-Talk. Ich empfehle euch natürlich den Glückauf-Grill hier auf der Glückaufstraße Dorsten Herwest, Herwesterdorf mit diesem wunderbaren Brunnenplatz. Da hinten kann man sehen, das ist auf jeden Fall ein Ausflugsziel wert. Nächste Tour hierhin. Bis dahin, euer Schrömi von Pontalanda. Bis dahin, ciao.